Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Anibal B und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Dream Pop Distance. In der letzten Folge sind wir da drin im Turm gewesen und haben jetzt bei der Aufnahme jetzt hier direkt eingefallen. Ich sollte vielleicht mal wieder dahin gehen, weil da haben wir aufgehört. Ich habe ein bisschen trainiert, so dass ich jetzt mit Soa kurz vor Level 28 bin. Hab ein paar, das jetzt nicht gesehen, ne? Nee, gut. War schon wieder dieser Angriff. Wird gleich ein paar Fertigkeitsdinge ja benutzen. Hier zum Beispiel Bluff. Vitra habe ich schon. Und eine Linkverbindung mit dem Viech machen. Das Viech kann ich nicht erleben. Mit dir kann ich gerade keine Linkverbindung machen. Ich wollte schon sagen, kann ich das Geländer nicht einfach hochrutschen? Ja, viel einfacher. So, warum bist du schon direkt wieder hier Dinge am Werfen? Oh, Spinne. Hier geblieben. Warte. Warum gehe ich wieder aus dem Turm raus? Kommt er wieder? Wirft Zeugs auf mich. Besiege die Panzerknacker, sag ich doch. Das sind die Panzerknacker. Ihr schreit echt, als hättet ihr Schmerzen. Ja, Probleme, keine Ahnung. Irgendwo eine Truhe? Nee, ne? Wahrscheinlich noch nicht aufgetaucht. Mein Glück. Oh Gott, mein Frosch hält nicht viel aus, habe ich das Gefühl. Aber ist auch F-Rang, ne? Ja. So, Kreuzzug. Ich hab gesagt Kreuzzug. Oh Gott. Die Schattenspringer sind doch bei Sleep. Also ich muss mit meinem einen Käfer hier was machen. Ja, abgewehrt. Was machst du jetzt? Der eine ist schon kaputt, der andere. Okay, wir haben schon zwei erledigt davor. Oh, jetzt zerteile ich dich in zwei Hälften. Nein, das ist zu brutal, da wurde zensiert. Sehr schön. Sora, thank you. Princess Minnie is safe. We couldn't have done it without you. Sure. Happy to help. Oh, it's the bad guys. Huh? Let me at him. All right, we can do this all day. Wait, Sora. Got any suggestions, Goofy? Na, Wissenschaftler Goofy denkt nach. Oh, you've got an idea? And it might even be a good one too. Hold on. Sure. Take your time. Warum? Was, wenn da kein Baum gewesen wäre? Aber Goofy hat wahrscheinlich hier, weiß ich nicht, 20 Schritte vorausgedacht. Mit Goofys Intelligenz komme ich natürlich nicht mit. Alpha 1 und Alpha 3. War mir wahrscheinlich wieder zu hoch. Goofy denkt irgendwie zu hoch für mich. Weiß ja schon seit Kingdom Hearts 2. Do you see that? Hm? What's up? Hey, you! Not so fast! Goofy, where are you going? What's the matter, Sora? Hold on! Oh, Mickey, Goofy just sort of took off. Goofy's gone? But why would he leave his post? Not you too, Donald! What do we do? I tried to smash them! Calm down, Donald. Start from the beginning.
the captain's gonna kidnap Princess Minnie. What? But he's the one who made us musketeers. It was all a big lie. A lie? Well, lie or no lie, musketeers don't ever run from danger. Then it's time for me to get a new job. Donald, wait! Together we can stop Captain Pete. Yeah, we're in this together. Come on, we'll be right beside you, because we're friends. I just can't do it. I'm sorry. Donald! Donald. He'll be back. I know it. Aw, thanks, Sora. So this captain guy's the culprit. I wonder what he's up to. What am I up to? Ach, der Mensch. Was? I'm up to plenty. Oh, Pete? Who's that? A stranger looking to be endangered. You! Mangle these yardsticks! Ja, schon wieder hier. Okay. Captain Pete, by the power vested in me as a musketeer, I arrest you, mister! That's a good one. Well, how's about this? By the power invested in my fist, I clobber you! Oh, Mickey! Oh, nee. Sora? Donald. Goofy. Der Reihenfolge. Where's Mickey? Captain Pete and his guys took Mickey to Mont Saint-Michel. And that means he's in big trouble. Once the tide comes in, the dungeon will fill up with water. Das ist brutal. Well, come on. We gotta go save him. Oh, but how? What are you saying? You and Goofy wouldn't have come back if you weren't ready to save him. We're friends. Friends for life. Remember? Yeah! Best of friends to the very end. Good. Let's go. Right. Oh, das alte Team ist wieder zusammen. Das machen wir alle fertig. Ich glaube, es gibt irgendwie eine Trophäe, dass man jeden Shop irgendwie was kauft in jeder Welt, ne? Vielleicht mal machen. Boom, so. Hier gibt es nichts Neues zu kaufen. Deswegen konnte ich bisher noch nichts kaufen hier. Hi. Gib mir mal mein Level ab. So, jetzt. Ha, sehr gut. Weg. Und zack. Wusch. Also meine perfekte Welt hier irgendwie. Die Effekte, die Welt der Soundeffekte. Wusch. Joink. Boing. Boing. Okay. Ich eher so ein bisschen auf die Schätze hier konzentrieren, anstatt auf die Gegner. Weil ich brauche nicht noch weiter leveln, habe ich so für das erste. Wir müssen schon wieder jemand einschlüpfen, oder? Ich weiß doch. Hey! Mein Schlüsselschwert war. Boing. Mein Schlüsselschwert war nicht in meiner Hand. Komm, ihr König. Oh, cool. Haben mal diesen Angriff eingesetzt, nehme ich an. Ich nicht Ballonga. Mittlerweile. Was ist das? Ach so. Wollte schon sagen. Was für ein riesiges Licht da oben. Der Mond auf uns runtergestürzt oder was?
Man fragt nicht da hinten. Ich muss mit diesem Käfer ja noch eine Linkverbindung machen. Komm. So, da ist noch eine Truhe. Boink. Au, oh Gott. Oh Gott. Boing. Ich habe gar keinen Unterschied bei den Angriffen. Ich sag, okay. Alle in so einem kleinen Bereich irgendwie was angreifen. Bah. Boah, weit verfolgt er mich denn später, ja. Mal gucken, was dieses Ding hier ist. Okay. Ich drehe mich rund, rund, drehe mich rund, rund. Natürlich bist du ein Spezialportal. Mit drei Kommandos einzusetzen, das kann ja was werden. Wäre gut, wenn ich das schaffen würde. Die sind wahrscheinlich voll übermächtig. Ja. Keine drei Kommandos, ja, das sehe ich gar nicht mal ein. Das wird ja wohl hoffentlich auch als eine Linkverbindung zählen, oder? So, alles weg, komm. Verdammt. Was? Oh. Ja, schon wieder alle Truhen und so einsammeln. Boah. Junge. Level up kann ich vielleicht auch noch mal abholen. Ey, da muss ja jetzt schon wieder kommen, ne? Ich habe doch abgewehrt, ey. Und Trotzkopf und all so weit. Der Dickschädel habe ich noch nicht. Ah. Dreck. Und ich habe mir so gedacht, ja, ich werde die wahrscheinlich irgendwie abbrechen, diese Mission. Ich sehe, dass die Gegner zu stark sind, aber nein. Dann sollte ich ja keine Chance. Gehen wir einfach weiter hier. Eieiei. Leute. Muss doch nicht immer sein. Was? Versuchen wir nochmal. Egal. Mal du da hinten, ehrlich. Leider nicht mehr Komet. Wir machen das jetzt hier. So eine 3 Kommandos, das kriegt sowieso nicht hin, ne? Mal versuchen wir. Du kennst. So. Und wenn jetzt ihr kommt, dann mache ich den hier. Komet, bitte verreckt. Jetzt, ihr seht, ihr seid weiß, ihr Viecher. Also sie seid, glaube ich, ein bisschen stärker, ne? Mein Gott. Haben die einen Balken? Ich habe den beinahe getötet. Sehr gut. Sehr gut. Finde ich gut, wenn das funktioniert. So. Ach, ich habe sogar ein Ding bekommen. Und gezeichnet. So, jetzt gehen wir weiter. Aber ehrlich? Boah. Er hat seine Rollen, der holt mich trotzdem noch ein. Den Ort kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Nämlich an La Cita de Cloche. Was bist du denn? Da bist ein Tyrannenrex. Komm her. Ich möchte deine Sachen haben. Swish. Oh, wehe. Ich dachte, er wird hier am Eingang auf. Das ist halt nicht schlimm. Hab ich. Was ist das? Das ist ganz schön lang, habe ich so das Gefühl. Ich meine, die sind alle ein bisschen lang, wenn man ja voll viel Zeit vergeudet,
den Kämpfen, aber trotzdem, wisst schon, was ich meine, ne? Mal zwei, jede Welt ein Part, also 30 Minuten. Und das, obwohl ich mir alle Cutscenes angeguckt habe und jeden Gegner, der mir beim Weg gelaufen ist, kaputt gehauen habe. Sag schon so was aus. Schien. Was auch immer das bedeutet. Dann müssen natürlich wieder alle Truhen hier finden. So, du bist neben dem Spezialdingen, weil ich das schon erledigt habe. Boink. Warte mal hier. Funkgar. Aber glaube ich nicht so gut. Was muss ich Viecher noch übersehen? Aber kann aber wieder nicht sein. Na, ja, war ich schon. Wieder offscreen den ganzen Schatz runter suchen, habe ich das Gefühl. Weil irgendwie kriege ich das hier onscreen nicht hin. Wo ich mich hier. Alter. Wo ich mich hier wie blöd hier umschaue. Nein. Oh, ich liebe die Musik. Wir haben die Layout dieser Levels genauso gemacht, hat man ja alles hier per normale Sprünge und so erreichen kann, ne? So, ich weiß nicht, weil ich ja schon wieder an Schätzen verpasst habe. Ich habe ja alles jeden Stein umgedreht. Aber trotzdem habe ich so das Gefühl, ich habe hier häufig verpasst. Gleich stürzen wir schon wieder. So. So, euch ignoriere ich, weil ich habe gesagt, ich will euch ignorieren. Und ich jetzt nur noch die Thron hier sammel. Mal. Gib die Tür los an. Warum sollte ich denn die Gegner angreifen, hallo? Dann werde ich auf die Tür los. Mal feig mir nicht da hinten. Wart. Meinen Sturzanzeiger erhöht und mach mal im Knasten die Köchchen. Ja, klingt nach einer guten Idee, ne? Magnetspirale. Ich glaub, die haben wir noch nicht. Geil. Hi. Na. Wo die Dinger bleiben ja noch. Ja, mal gedreht wird schon mal bringen. Ich muss euch suchen, oder wie? Ja, hier muss ich nur gegen einen kämpfen. Oh. Mein Gott. Ey, wie ich hier echt Probleme habe, Angriffen auszuweichen. Wir spielen übrigens wieder Rico, ne? Sieht man ja. Oh, du bist anfällig gegen Graf, Graf, Antigraf. Das ist aber nett. Das ist eigentlich nur für Spaß ist oder voilà. Französisch, Italienisch. Ich bin schrecklich, wenn es um so was geht. So. Aber irgendwann, irgendwo kommt man noch an diese eine Truhe. Da kann man mal kaputt machen. Ja, bitte. Icarus, Icarus. Ich drück. Warum geht denn das jetzt schon wieder nicht? So weit in meiner Nähe sein, oder was? Icarus, Icarus. Ich dachte mal, es heißt Icarus, aber okay. Da ist er wieder abgelaufen. Dann nicht so aus.
Boink. Gar kein Gluckenrezept. Ja, ihr Viecher. Keine Ahnung. Wir haben einen Panzerknacker erledigt. Das ist doch auch was wert. Da oben ist eine Truhe. Und ihr auch. Boink. Komm ich da hin? Da, meine Güte. Mag ihm auf dem Weg. Ich will halt gegen dich kämpfen. Aber jetzt mache ich es trotzdem. Ich bin voll zerstört. So. Also ist mir vollkommen egal, ob ich alle Truhen habe oder nicht. Chancen sind sehr hoch, dass ich sie nicht alle habe. Da ist wieder so ein Traumdingen. Halt. Haha. Boink. Stopp. Hammer Time. Boink. Und nochmal. Und nochmal. Boink. Hat gezeichnet. Ich glaube, wenn man die Welt geschafft hat, kriegt man noch ein gutes Schlüsselschwert. Oder? Hi, Antigrafka und Blitzra und Schattenbrecher. Du wirst da in die Ruhe rein. Gut, was ist hier? Gibt's mir, du gibst mir nichts. Natürlich gibst du mir nichts. So. Freundschaftsportal brauche ich nicht. Mit Rico jedenfalls nicht. Ja, sind Fußspuren am Boden. Oh, der kleine Panzerknacker war hier. Dafür komme ich zurück zu diesem Eingebiet, ne? Echt eine kranke Kombination, ja. Hm, komme ich denn da hin ohne? Einfach so. So, hier. Ma. Kannst du nicht mal durch. Hi, na? Dein Geist scheint etwas bemerkt zu haben. Okay, wird vermerkt. Jetzt mach erstmal die Viecher hier fertig. Was? Hier können sie nicht entlang gekommen sein. Woher willst du das denn wissen? Au! Au! Wie unfair! Mach die Tür auf, der direkt unter dich. Oh, er vergibt das, komm. Wo ist der direkt angreift, ey? Ich hab mir Erfahrung gegeben, geil. Der ist bestimmt irgendwo hier. Lass mal irgendwo anders hin. So, ich bin noch letztens hier rumgegangen. Muss da doch irgendwas sein, ne? Was ist das? Ja, das ist eine krasse Kombination. Panzerknacker ist natürlich irgendwo hier, es ist schlecht. Das ist eine Truhe. Ja, da sehe ich den doch. Ach, jetzt bin ich hier. Hm. Na, zeig mal. Hm.
Weiß ja nicht wieder, wo ich die eine hier übersehen habe, aber okay. Ihr mich auch. Warte mal, ich hier. Ah, 25 Minuten haben wir schon. Ah. Wir sind die Zeit schon wieder hingegangen. Da darf ich ja nicht hin. So. Alter! Komm rein, er direkt. Uff. Geblieben. Das war's. Mich darüber schubsen. Oh, Level up. Ausgezeichnet. Schön. Oh Gott. Opernhauskulisse. Oh. Ob wir das erste Mal, dass wir irgendwie Story-Gegenstände bekommen haben. Wow. Sind schon beim Boss? Jetzt nicht gedacht. They just never want to make this easy, do they? Hey, ich frage jetzt. Wer ist erst Level 30? Müssen ja noch 4 Level hoch trainieren für die nächste Welt. Und ich meine, die nächste Welt war richtig schwer. Ich weiß noch, wie ich da oft freckt bin. Das habe ich noch gut in Erinnerung. Erstmal holen wir uns die große Truhe hier. Trommelwanzenrezept. Ich dachte, hier gibt es auch eine einzigartige Musik, aber es ist schon eine Musik, die wir gehört haben. Ich glaube, die von La Cité de Cloches, ne? Glaube ich, ne, von Traverse. So, das Viech ist irgendwo hier. Oh, was? Wir müssen mal die Truhen hier sammeln, hallo? Ein Abenteuer muss immer erst Truhen sammeln. Da unten ist auch noch ein Bild. Problem ist, weiß jetzt natürlich nicht, wie viele hier noch waren, aber ja, glaube ich schon fast alle haben. Wenn nicht, dann muss ich halt noch mal hier rein in die Welt. Das war's. Kann ich da rausfahren? Das wäre irgendwie geil mit Antigrafka. Ja, gut ist, den kann man ja gut aus dem Weg gehen. So das Gefühl. Wenn Sachen irgendwie zu haarig werden, mach ich einfach ab. Wieso kann ich nicht darüber springen? War. Oh, geil. War gefunden. So, Ikaros. Noch was mehr. Boah. Eine Combo von dem und ich war weg gewesen, habe ich so ein Gefühl. Wo ist sie jetzt? Warum hast du denn so viele Hände? Einsetzen. Hey, die verrecken nicht. Naja. Boah. Tschüss. Eieiei. Hi, suchst du mich? Ich bin hier. Mann. Wo ist er? Hi. Na, bleib hier.
Fahrt. Wie jeder Angriff mich hier irgendwie abbricht in diesem Spiel. Naja, ein paar Momente hier drin, bitte. So. Oh Mann, ja, geblieben. Ja, geblieben. Na, no, ist schon wieder weg. Ich glaube, der wird ja auf der Karte angezeigt, Video. Ah. Oh, wer? Ja, Ballons, töte die. Warte jetzt aber. Ausgezeichnet. Schön. Aber mit Rico die Welt geschafft. Ich habe jetzt gedacht, das geht noch ein bisschen länger. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Schattengrätsche. Schattenhieb. Oh. Ja, Schattengrätsche, also hinter den Gegner zu springen. So wie Teleporting Kingdom Hearts Birth by Sleep. Wenn man richtig Viereck drückt vor dem Angriff. Rico, hurry, richtigen Zeitpunkt. Na gut. How do you like that? What? Impossible. Looks like I was right in the nick of time. Sora? Oh, they're safe. Oh, thank goodness. You truly saved the day, Riku. I see you're as brave as a royal musketeer. Musketeer? What is that anyway? Wir haben die überhaupt nicht getroffen mit Riku. They actually say that? Of course. Every musketeer is taught those words. It's a very important motto and solemn pledge. You're right. And it does fit the moment. All for one, and one for all. Sehr gut. Also irgendwie überraschend, der Boss. Ich dachte, jetzt wird noch ein bisschen dauern hier. Alle vereinen. So, jetzt war mit Riku ja fertig. Was die Levelvorgabe für Simsalabim-Symphonie 34. Und ich meine, die Welt ist knüppelart. Deswegen werde ich wahrscheinlich bis zu diesem Level auch hochleveln. Verdammt, er ist ja schwächer. Er ist ja schwächer, aber was? Gut, dann würde ich sagen, ach nee, den sollte ich vielleicht mal ausrüsten noch, wenn wir schon dabei sind. Bestimmt extra hier irgendwo sein, ne? Schallgrätsche wegblocken. Wo ist das in der Reihenfolge? Das ist überhaupt blocken. Muss ja richtig geordnet werden hier. Noch so, und da kommt auch Dings rein. Nee, das hier, bevor du einen Angriff trifft, um sofort hinter den Gegner. Ach so, und dann ist dann angreifen. Genau, mein Gott, da fehlen aber noch ganz schön viele. Gut, Schätze, einer am Anfang. Na, warte, den suche ich mir noch. Aber nicht in der Folge. Warte mal. So, aber auch noch. Okay. Sora machen auch noch viele. Wie sagen, in der nächsten Folge machen wir Sora. Mit Sora die Welt weiter, ne? Wenn das mit ich Riku auf Level 34 oder Level 33 hochleveln. Ja, kurz vor Level 35, mal schauen. Dann werde ich voll überpowered mit ihm das nächste Mal hier weitermachen. Und dann sehen wir uns. Nächste Folge erstmal mit Sora. Ich bleibe mich alles zuschauen und sag tschüss, bis zur nächsten Folge.